Ich grüße euch. Euer Pongo ist wieder da mit einer neuen Episode von Dungeon Lords. Beim letzten Mal ging es um die Charaktererschaffung und so die ersten Schritte. Und ich will euch zumindest noch einmal so ein bisschen mehr von dem Spiel zeigen. Also viel Spaß. Bleibt dran. So, jetzt sind wir hier im Spiel. Einzelspieler. Neues Spiel hatten wir letztens. Wir laden ein Spiel und zwar dieses hier. So, hier stehen wir vor einem Eingang. Wir wollten ja das Tor, das Stadttor umgehen, weil die uns da nicht reingelassen haben. Noch eine kleine Anmerkung. Links unten sehen wir die Karte. Da ist jetzt doch schon eine ganze Menge aufgedeckt. Ich bin also doch ein bisschen hier draußen in der Gegend rumgestromert, habe so alles Mögliche abgeräumt, was noch abzuräumen war. In einem langen Schlauch Richtung, ja, wenn man auf der Karte guckt, so Nordosten, führt also der Weg aus diesem Tal, was in der Stadt ja endet, am Stadttor. Ihr seht den hellen Weg auf der kleinen Karte. Und dann geht es eben, wie gesagt, Richtung Osten. Und dort lauern allerdings auch schon Gefahren auf uns, denen wir momentan noch nicht gewachsen sind. Aber immerhin haben wir jetzt, das war die falsche Taste, hier die Stufe 2 erreicht. Und wir haben dann auch schon ein bisschen hier was dran getan. Wir haben uns ein bisschen Geschicklichkeit sozusagen, Geschicklichkeitsskill erworben, wo wir durch Fallen nicht mehr so viel Schaden nehmen und auch Ausweichoptionen für die höheren Stufen dann haben, wenn wir den nochmal und zum zweiten und dritten Mal wählen. Der war allerdings auch sehr teuer, muss ich sagen. Und dann geht es jetzt einfach erstmal weiter. Hier rein in dieses Dunkel. Mit unserer Keule, mit unserem, na, wie war's? Ja, doch recht schon angeschlagenen Schild. Stiefel sind auch schon ein bisschen, aber egal. Soll mal reichen. Oller Vorraum, nichts weiter zu sehen. Außer dieser, ja, offensichtlichen Falltür, die wir jetzt hier mit dem Hebel und der Umschalttaste, also Shift, öffnen wollen. Und da wird schon umgeschaltet. Die Falltür ist sozusagen weg, auseinandergeglitten. Wir können den Hebel jetzt aber nicht mehr betätigen. Und wir können auch nicht mehr raus. Das heißt, wir sind gezwungen, da reinzuspringen. Und egal wie man springt, man kommt auf so eine Schräge. Ja. Und fällt ins Wasser. Und hat gleich mit irgendwelchen Monstern zu tun. Oh, die sind bösartig. Und versprühen so eine Art. Ja, wie soll man sagen, Dunst oder Nebel, der lässt einen husten. Zum Glück sind wir momentan noch nicht reingeraten. So, jetzt haben wir die erstmal beseitigt. Hier war nix drin. Hier auch nicht. Mann, oh Mann. Ja, und jetzt haben wir hier natürlich die erste Kiste, die wir nicht einfach aufhauen können, sondern die müssen wir knacken. Durch unsere guten Skills, gleich schon zu Beginn, sehen wir hier sozusagen die Falle. Das sind diese Symbole, sozusagen Teile des Schlosses. Und diesen Teil hier, der ist der kritische.
Der liegt hier und den müssen wir sozusagen in dem Moment, wo hier ein Balken so langsam, na, nicht langsam, zum Teil schon sehr schnell durchläuft, den müssen wir dann in dem Moment erwischen, draufdrücken und dann geht die Kiste auf. Und wenn wir ein bisschen zu früh oder spät reagieren, dann ja, kommen da offensichtlich Flammen raus. Die Falle ist also ein Flammer. Und ein Flammer ist immer sehr gefährlich. Weiß nicht, sollen wir es trotzdem mal riskieren oder sollen wir erst ein bisschen rumgucken? Wir probieren es einfach mal. Aber so macht man das nicht. Momentan sind ja keine Gegner da. Dann kann man, das war verkehrt, dann kann man natürlich hier den Spieler mal völlig entkleiden. Die Waffe ist nicht so schlimm, die kann er ruhig behalten. Und dann kann ihm die Rüstung auch nicht verbrennen und weiter Schaden nehmen, sozusagen. Reicht ja schon, wenn sie in unseren Gefechten immer irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. So, jetzt also da rein. Wo ist er denn jetzt diesmal? Das ist mir ein bisschen zu knapp am Anfang. Bin da nicht so geübt, deswegen nochmal raus. Und wir sehen, das Symbol bleibt immer das gleiche, aber da hier die Stelle, wo es liegt, wo man es sozusagen auslösen muss, die verschiebt sich. Das war noch knapper. Und hier ganz zum Schluss, ja, vielleicht schaffen wir das, wenn wir nicht dann wieder zu lahm und zu spät sind. Okay, das machen wir also mit so einem kleinen Countdown. Die Birnen werden ein bisschen heller. Ja, und dann können wir einsammeln. So geht das mit den Truhen. Ich werde jetzt, falls wir Truhen finden, die nicht alle dann in eurem Beisein öffnen, sondern erstmal die ganze Karte versuchen aufzudecken. Und dann hinterher gesammelt alle Truhen zu öffnen, ohne euer Beisein. Eieieiei. Aha. Na. So ein blödes Vieh. Ist das ein Vogel oder eine Fledermaus? Ah, jetzt habe ich es erwischt. So, Fledermausflügel halten. Das heißt, wenn wir hier bei Höllenmagie gucken, da haben wir also drei Fledermausflügel jetzt. Wir hatten schon hier vier Rattenschwänze und drei Leichenhaarbüschel. Und wir haben auch drei Wölfe schon erlegt. Okay, Wolfsmähne. Nun gut. Ist hier noch was? Nee, zum Glück nicht. Aber eine Truhe, wunderbar. Ist auch immerhin noch was drin. So, jetzt haben wir sogar eine Schriftrolle. Unter Tränke werden auch die Schriftrollen hier vermerkt. Dies hier ist zum Beispiel ein magisches Geschoss. Hier haben wir Trank der Kraft. Gegengift hatten wir gleich am Anfang schon und immer noch 11 Heiltränke. Okay. Ja. Geht's hier noch weiter? Nein, hier ist erstmal dicht. Das heißt, was ist das denn hier? Ein Todesblick. Weiß ich gar nicht. Auch Stufe 1, dann ist nur ein Symbol hier unten. Bei 2 sind 2 Symbole. Ich glaube, bei 3 und 4 sind es 3. Und so steigert sich das immer, sodass man nachher hier wählt, weil die hier in einer bestimmten Reihenfolge unten aufgelistet sind, aber hier die Reihenfolge getroffen werden muss, wild hier hin und her klicken muss, kurz hintereinander, um sozusagen alle richtig zu erwischen. Ich glaube, wenn man die Skills ein bisschen erhöht, dann
Hier zum Beispiel. Dann geht es auch langsamer, dann rückt der Balken langsamer vor. Was hier noch zu bemerken ist, bei höherer Schwierigkeit wird das auch dunkler. Das heißt, man sieht nicht mehr so eindeutig, was es ist. Spätestens im momentanen Zustand bei Stufe 3 ist das also fast einheitlich schwarz. Man kann gar nichts mehr erkennen. Es wird dann ein wenig, wenn man hier diesen Countdown zum Entwaffnen auslöst, 3, 2, 1, wird es stückweise immer ein klein wenig heller, sodass man ganz kurz die Möglichkeit hat, es zu erkennen. Aber dann noch so schnell zu reagieren, ach, das liegt da, ich muss jetzt in der und der und der Weise das auslösen. Das ist schon sehr anspruchsvoll, sag ich mal. Insofern besser erhöhen, von vornherein sehen, wie die Sache hier gelagert ist und dann auslösen. So, und jetzt machen wir natürlich auch wieder das, was wir vorhin schon gemacht haben. So, denn wir wollen ja wirklich unsere Sachen schonen. So, jetzt runter. Gutes Blick. Hier, das Symbol bleibt immer gleich. Das verrutscht ja hier. Die Stelle sozusagen, wo ich es auslösen muss, wo ich es erwischen muss, die verändert sich immer. Und ich habe immer gerne ein bisschen Abstand. Nicht, dass es gleich nach dem Countdown dann losgeht. Deswegen, hier liegt es jetzt, das Symbol, an vorletzter Stelle. Versuche ich es einfach mal. Ja, und hab's erwischt. Gut. Und ja, wunderbar. Jetzt aber doch wieder die Sachen angelegt. So. Und da es hier nicht nirgendwo weitergeht, hauen wir mal hier ran. Ja, hier warten wir die Truhe. Oh, hier einfach nur angeschlendert und dann kommen sie plötzlich schon wieder an. So, der eine ist tot. Kriegen nachher natürlich deutlich bessere Waffen. Der andere ist auch tot. Und sind hier noch mehr? Nein. Können wir ja hier noch mal ein bisschen stöbern und plündern, was das Zeug hält. Die Inhalte der Truhen und so weiter, die ändern sich, glaube ich, mal ein ganz klein wenig. Bin mir nicht sicher. Kommt keiner? Ist keiner hier in der Nähe? Okay. Was ist das? Immer noch Stufe 1. Immer noch gut zu sehen. Dieses Symbol ist diesmal gesucht. Gerade war es dieses. Dieses hier liegt jetzt wo? Hier. Und ich bleibe jetzt mal bei meiner Strategie, damit es nicht nachher irgendwie dann so aussieht, dass ich es einfach mal vergesse, mich hier zu entkleiden und dann gerade dann erwische ich es nicht richtig. Jetzt ist zum Beispiel dieses Symbol nach vorne gerückt. Das heißt, ich verlasse das nochmal und jetzt ist es wieder woanders, an vorletzter Stelle. Gut, okay, das probieren wir mal. Es wird noch ein bisschen heller, haben wir gerade gesehen. Wenn man dann in den Rhythmus reingekommen ist nach den ersten Malen, wo es weiterspringt, dann kann man tatsächlich nur 5, 4, 3, 2, 1 mitzählen und in dem Moment löst man dann aus. Okay, ist ja wunderbar. Alles wieder angelegen. Und weiter geht's. Ah ja, natürlich, klar. Das ist immer ein bisschen.
zum Glück verschwinden die ganzen Sachen. Kann man hier was aufsammeln? Nein. Liegt ein Knochen oder irgend sowas, aber es ist nichts. So, was ist hier drin? Bisschen Geld. Eine Tür. Aber wenn ich versuche, unten wird das Schloss ja angezeigt. Wenn ich versuche, das Schloss zu öffnen mit der Umschalttaste, wird hier gesagt, ein Gegenstand wird benötigt. Also nochmal was anderes. Oh, Eisen fallen. Ja. Eieiei, da bin ich genau reingesprungen. Na gut. Gut, dass sie nicht jedes Mal Staub ausstoßen. Da ist aber immer noch was. Und rechts auch? Nein, da ist zum Glück zu. Okay, der war gut erwischt. Okay, was ist denn hier? Noch ein Schloss? Nochmal Gegenstand benötigt. Okay. Und hier. Erstmal eine Kiste. Ja, und hier. Fallen mit, des Grades 2. Schon deutlich dunkler hier. Da muss man sich schon anstrengen, das zu erkennen. Dieses Symbol liegt hier. Und dieses Symbol ganz am Ende. Das heißt, man muss relativ kurz hintereinander erst das, dann das drücken. Aber diesen einen Abstand lassen. Mache ich jetzt nicht. Hier auch mal checken. Stufe 2. Gleich am Anfang. Das ändert sich natürlich, wenn wir hier rausgehen und dann wieder nochmal rein zum Öffnen. Und dieses hier ist mit so einem kleinen Pfeil nach oben. Das müsste das hier sein. Okay. Machen wir später, glaube ich. Nein. Selbst wenn man der den Rücken zuwendet. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Da ist noch ein Tor und hier ist ein Hebel. Okay, ziehen wir mal. Ein Schloss. Ja, und das könnten wir öffnen. Da brauchen wir keinen Gegenstand, also sprich einen Schlüssel zu. Aber hier ist alles dunkel. Wir können vorher noch gar nicht sehen, in welcher Reihenfolge hier diese drei Symbole ausgelöst werden müssen und in welchen Abständen. Hier wird auch angegeben, die Chance ist hier nur 1%. Ich glaube, bei den Schlössern der Stufe 2 sind es 30%, bei denen der Stufe 1 70% oder irgend sowas. Ich weiß nicht, wo diese Prozentzahlen herkommen, aber ja, doch hier entlang. Wird schon irgendwo seine Basis haben. Ja. Hat sich jetzt hier irgendwo was geöffnet? Ich glaube, gerade war es nichts. Hier auch nicht. Das ist unser Raum, wo wir reingerutscht sind. Dann sind wir ja hier rechts gegangen. Geradeaus hat sich auch das Tor nicht geöffnet. Unverändert. Hier hatten wir ja die Kisten schon geöffnet. Ach, und das Tor ist auf. Das hier am Ende war. Okay. Dann werde ich jetzt ohne euer Beisein die Kisten öffnen und dann melde ich mich wieder. Also, ihr habt jetzt Pause. Bis gleich. Da und da.
So, und wir sind wieder da. Hier ist das Tor ja geöffnet. Ich musste mal zwischendurch eine kleine Heilung initiieren. Wir wissen ja, celestische Magie. Und ihr seht, es ist nicht mehr ganz voll. Es war bis zur Hälfte leer und langsam füllt sich dieser Kristall wieder auf. Ich hatte also mit der 1 mal, weil die Fallen doch etwas schwieriger sich gestalten, als ich dachte, hatte ich mal nicht geheilt, damit es nicht so lange dauert. Und jetzt füllt sich, wie gesagt, dieser Kristall langsam wieder auf. Und irgendwann wird er dann wieder 2 Ladungen vollständig haben, also 2 Heilungen. Da sieht man 197, 198, 199, 200. Jetzt ist er voll von 200, genau. So. Und ja, hat sich noch was getan? Nein, hier habe ich nichts weiter Neues. Da hat jemand gerülpst. Nee, gelacht. So. Hier kommt man nirgendwo hoch. Zum Glück kann man da auch nicht unter die Walze geraten. Und hier war doch was drin. Wieder diese elenden Goblins, ja. Da oben, wenn wir ein bisschen reingehen, taucht ein lila Keil über dem Kopf auf, über dieser schattenhaften Gestalt. Und wir müssen jetzt hier versuchen durch. So, durchzugehen. Und jetzt hier die Leiter hoch. Und zwar wenn man mal hier schaut, springen und klettern soll zwar sein Vorwärts und Sprung soll Klettern bewirken, aber das ist nicht dieses Klettern hier. Hier ist ein Gegenstand, nämlich die Leiter. Die wird einfach ausgelöst durch die Shift-Taste, also Umschalttaste. Und zack, klettert man hoch. Ja, und jetzt? Jetzt kommt hier dieser kleine Wicht an. Und die anderen warten auch noch irgendwo. So, jetzt muss er wieder hochklettern. Und nochmal. Und kommen die anderen auch her? Oder müssen wir hin? Da hinten. Ja, rechts, da ist jemand. Wir müssen also an diesen Säulen vorbei. Ich glaube, hier kommt man besser dran entlang. Zack. Geld jetzt alles runtergefallen. Aha. Und der dritte, den müssen wir auch noch versuchen zu erwischen. Ja. Und du Arschloch. So. Leiter hoch. Da hinten durch das Ganggewirr kommt man bis da drüben auf den Steg und der führt tatsächlich trockenen Fußes und bequem bis auf die andere Seite. Man kann dann runterhüpfen und auch wieder zurück raufhüpfen. Aber ich wollte das mal mit dem Klettern zeigen. Man schwimmt also hier hin. Jetzt vorwärts und hüpfen. Und dadurch zieht er sich dann hoch. Ja. Und wie gesagt,
hier wäre der normale Weg gewesen, den man so nimmt. Und ich glaube, das soll mal der das Abenteuer für heute gewesen sein. Das reicht ja auch aus. Wir haben alle Fallen geöffnet. Wenn ihr auch nicht immer dabei sein konntet, dann haben wir alle Goblins getötet, alle Schleimer auch. Die Türen haben wir nicht aufgekriegt, wir haben also keine Schlüssel gefunden. Vielleicht muss man da diese Suchenfähigkeit etwas verbessern. Irgendwo gab es hier eine Fähigkeit, verborgene Knöpfe, Schalter zu entdecken. Dann findet man vielleicht auch Schlüssel, die da irgendwo rumliegen, liegen im Unrat. Diese Eigenschaft haben wir noch gar nicht. Und deswegen wird auch gar nicht angezeigt, wie teuer sie dann wäre. Es wird nur angezeigt bei denen, die man sowieso schon hatte und bei denen, die man auslösen kann. Okay, dann sage ich doch mal Ade für dieses Mal. Hat Spaß gemacht, war eigentlich ganz schön, war auch einigermaßen entspannt. Und ich hoffe, ihr seid dann zumindest bei einem dritten Teil, wo ich noch ein klein wenig hier von dem Weg in die Stadt zeigen möchte, mit dabei. Das wird noch hinreichend kompliziert. Das kann auch jeder dann später weiterspielen, wie er mag. Aber auf jeden Fall werde ich noch mal kurz zeigen, wie es ab hier weitergeht. Also bis dann. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibe euer Pongo und sage Tschüss.